Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Crew Wild Run. Und in dieser Folge zeige ich euch die Dragster-Prüfung. Und da fahren wir sogar mit unserem eigenen Fahrzeug, 370Z in der Dragster-Version. Ziemlich cool, das Prinzip ist hier auch ziemlich einfach. Erstmal Räder aufwärmen, da gehen wir einfach nur auf den Pinsel. Da links seht ihr die Leiste. Und da muss man halt einfach irgendwie. Perfekter Burnout. Was ist hier los? So. Einfach nur versuchen. Perfekt zu schalten. Und jetzt kannst du auch noch Nos geben. Gib ihm. Und da fährst du natürlich noch mit ein paar Leuten mehr. Aber das ist natürlich jetzt so das Schnellverfahren. Und da gibt es ein paar Läufe von. Ich glaube immer drei. Und da zählt, ich glaube, die beste Rundenzeit. Das sind, glaube ich, auch die originalen Regeln. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja, guter Burnout. Das war jetzt nicht so ganz gut. Mal gucken, was die Zeit sagt. Ich glaube, wir haben 25 irgendwas Grad. Ah, nee. Ein Ticken langsam. Der Start war auch nicht so gut. Aber mit den grünen Reifen, da kommst du richtig, richtig gut vom Fleck. Aber wenn du halt ein bisschen drüber bist, dann kommst du total scheiße weg. Also das ist ein bisschen zu extrem, finde ich. Da müssen die echt noch dran arbeiten. Oh, das war zu viel. Jetzt geben wir noch ein bisschen Gas. Und Nos. Und 365 oder was war das? Jo. Das ging schon ordentlich ab. Ah, knapp eine Sekunde bestimmt schneller oder so. Nee, oh. Doch nicht so viel. Ja, und das war's dann. Ne, dann battlest du dich mit anderen Leuten. Und zu gucken, wer halt am besten vom Fleck kommt. Kriegst du immer wieder ein paar Teile, damit du deine Karre aufmotzen kannst. Was gibt's hier? Stufe 40. Ich glaube, macht. Nee. Wir haben, glaube ich, alles Gold. Von daher nicht besser. Alles klar. Das war das Drift-Event. Oh, das habe ich neu gestartet. Aber das wollen wir natürlich nicht. Das war das Drift-Event. Ist eigentlich ziemlich... Drag-Event meine ich natürlich. Ist eigentlich ziemlich cool. Wenn man das Ganze natürlich versteht. Ja. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Und vom Prinzip her auch noch zu viert, das wär, oder zu fünf oder zu sechs, keine Ahnung, wie viele Leute man das spielen kann, wird natürlich richtig krass. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann denke ich mal, schauen wir mal nochmal ins PvP-Event rein. Und sehen mal weiter. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.